Hallihallo, herzlich willkommen, liebe YouTuber, liebe YouTube-Zuschauer. Und heute dreht sich alles um Nestchen. Nestchen in verschiedenen Materialien und ja, mit verschiedenen Federn, wie man die macht. Und Nestchen kann man ja in groß, in klein machen. Sie sind so begehrt und so beliebt, dass die in unserem Webshop weggehen wie warme Semmeln. Wir müssen nachproduzieren, aber ich zeige euch heute einfach mal, wie man die selber macht. Oder wo ihr die bei mir bekommt. Aber vorher gibt es noch mal so eine kleine Osterladenrundschau nach der Intro. Ja, also zum Thema Nestchen. Das ist jetzt so wirklich so ein Mini-Nestchen mit Wachteleiern und Federn. Die sind so goldig, die kann man ja auch wirklich in Streusel, die kann man an eine Pflanze dran, die kann man in so einem Osternest. Das ist also richtig, richtig süß. Und wir machen ja so viele Nestchen und wir haben auch schon so viele versendet. Und das ist jetzt ein Nest mit einem Gänseei. Das ist jetzt wirklich eine Nummer größer, hat auch noch Moos und hat natürlich auch einiges an Zweigen. So wie die Vögelchen auch das sammeln würden, so ist es tatsächlich in dem Nestchen auch drin. Und was ganz Süßes, hier sind noch so frühlingsmäßige Steckzwiebeln, haben wir auch hier mit verarbeitet. Und das ist auch so ein schöner, warmer Farbton, passend zu unserem orangenen Gänseei. Aber Gänseeier gibt es ja nicht nur in Orange, da haben wir auch sehr schöne hier in unserem Körbchen in Gelb. Und Gelb und Orange, und ich meine, da beißt die Maus keinen Faden ab. Gelb und Orange sind wirklich die beliebtesten Osterfarben und die, ja, es gibt ja auch andere. Ich habe tatsächlich im Großhandel blaue Eier habe ich gesehen, da habe ich gedacht, nee, blau lassen wir sein. Gibt auch nicht nur Gänseeier, wir haben auch Hühnereier, die wir auch schon in Nestchen gemacht haben. Man sieht, die sind so ein bisschen geräubert schon. Und was wir hier auch gemacht haben, das ist eigentlich auch ganz witzig, man kann also ein Streichhölzchen nehmen, ein kleines Stückchen, bindet ein Bändchen drumherum und lässt es in dieses Ei, also in das Loch vom Ei, macht man das rein und dann kann man natürlich die Eier auch ganz leicht selber aufhängen. Und irgendjemand hat neulich gesagt, ob das Ei ein Loch hat. Ja, jedes Ei hat ein Loch, weil der Inhalt muss ja raus. Insofern gibt es natürlich immer Löcher, ja klar. Und hier haben wir einfach auch nur ein Birkenkränzchen dran gemacht, ein paar Federn in das Körbchen, Heu rein, und so einfach und schnell lassen sich eigentlich auch jetzt so große Osternester machen. Ach, ich habe auch noch so ein schönes anderes Nest. Ja, das wäre auch mal noch ein schönes Thema. Das kann ich euch noch zeigen. Ja, ich wollte mich auch vielmals für die vielen, vielen, vielen schönen Bestellungen von euch bedanken. Und man merkt, Ostern naht tatsächlich und die Anzahl der Artikel im Shop, die geht so ein bisschen zur Neige. Also die Kameraden sind noch da. Aber ich glaube, die sind jetzt noch 8-mal da. Also es ist nicht mehr so oft. Und die sind ja so schön massiv.
Und ich habe die schon ganz oft durch die Lande geschickt. Also noch sind sie da, aber ich glaube, das ist jetzt eine Frage der Zeit. Und was auch nur noch tatsächlich das letzte Exemplar, das ich jetzt in Händen habe, ist auch dieses schöne, ja, diese Vase als Straußenei, dieses geöffnete und der Kranz, der ja aus Bambus. Und was so schön ist, was ich ganz toll finde, ist, wenn man diesen Kranz, wenn man das so rum hinlegt, dann ist das ja immer wie so ein erhöhtes Nest. Also es ist ganz irre, entweder so rum zu bepflanzen. Also auf beiden Seiten. Ich dekoriere es jetzt auch im Laden so rein. Und wenn es im Laden weggeht, dann nehme ich es im Shop eh raus. Das mache ich ja immer so, da reagiere ich gleich. Ja, und ach da, und dann noch zu guter Letzt die Körbe. Und da hat, also vielen Dank, liebe Beate, für diese schöne Bewertung. Also sie hat geschrieben, sie fand es so toll, diesen Korb, und hat gesagt, der wäre ja viel stabiler und viel schöner, als sie dachte. Und da gibt es auch noch welche, die könnt ihr noch bestellen. Aber wunderschönen guten Tag. Guten Tag. So, guten Tag. Jetzt machen wir erstmal Pause im Video. Jetzt bekommen wir nämlich Kundschaft. So, also jetzt steigen wir nochmal ein mit dem Korb. Und ja, also da war jetzt wirklich so, das ist auch echt meine Meinung, der ist so stabil und der ist so, also der verbiegt sich nicht. Ja, man sieht auch, das ist richtig, richtig toll. Und deswegen fand ich das auch schön, dass ihr das so geschrieben habt im Shop. Ja, musste ich jetzt einfach nochmal erwähnen, weil ich freue mich ja auch immer über Feedback und es ist total wichtig für andere, wenn ihr Feedback gebt, ist es super, dass die Nächsten einfach lesen können und bemühe mich ja auch immer schnell zu versenden und dass es alles passt und dass ihr schöne Sachen habt und deswegen wollte ich das noch zeigen. Also noch ist er bestellbar, tolles Teil, auch für die Fensterbank. Dann habe ich noch, ich habe ja noch so ein ganz besonderes, ja, ich sage jetzt mal ganz besonderes Stück. Und da haben wir jetzt noch drei Stück und das ist jetzt ein Glückwunsch zu einer Hochzeit. Da hat der Hasi hier einen ganz besonderen Schlupf angelegt. Hier dieser wunderschöne Maxi-Hase und den haben wir auch in den ganz dicken Kranz gesetzt. Und damit sowas richtig Tolles und über die Jahre ja noch erhalten bleibt, ist das ein ganz tolles Geschenk. Und der hat sich jetzt also fein gemacht. Drei gibt's noch, dann sind sie alle. Die gibt's auch nicht nach. Ja, aber das ist jetzt so unser Spezialhase und ich finde ihn auch traumhaft schön. Der ist echt der Hammer. Und dann habe ich noch eine Besonderheit, bevor ich zum Video komme. Das ist auch ein Unikat im Shop und ja, ich glaube, ein paar haben schon mal geschnuppert, aber das ist wirklich was ganz Bezauberndes. Das ist hier aus Biskuitporzellan, dieser schöne kleine Hase. Den gibt es wirklich nur einmal im Shop. Ja, der ist handbemalt und der ist ja so zuckersüß und so hübsch. Und also der ist, wenn der weg ist, ist er weg. Aber ich wollte euch einfach einmal zeigen und einmal im Video verewigen. Und man würde ihn am liebsten gleich streicheln. Ja, also das, bin gespannt, wer ihn erwirbt. Und der wird dann natürlich bestens verpackt und der, ja, mal gucken. Und den kann man dann, den gibt es natürlich schön im Originalschächtelchen und den kann man dann auch jedes Jahr wieder auspacken. Das ist also was richtig, richtig, richtig Schönes. So, kommen wir jetzt mal zum Thema Nestchen im Video. Und zwar Nestchen, ja, jeder hätte gern Nestchen, ja. Wir haben Nestchen, also es gibt ja auch große Nester, wie das, wo der Hase drin sitzt. Dann kann man Nestchen, kann man natürlich aus, man kann in den Hof gehen, und da gibt es dann Birke. Das sind hier die sogenannten Mühlenbeckia-Reben, aus denen wir Nestchen gedreht haben. Ich zeige euch das auch mal. Die haben wir hier immer, weil die so schön viel Dreck machen. Kommen die bei uns, super genau, man sieht es auch, kommen die bei uns um in die Ecke. Das sind jetzt Mühlenbeckia-Reben. Und wenn man das so sieht, das ist also hier dieses struppige, staubige Zeug. Und da machen wir mit Hilfe von braunem Myrtendraht, also mit braunem Basteldraht, da werden diese Nestchen gedreht. Wenn jemand sagt, oh, ich habe jetzt aber keine Mühlenbeckia, ja, weil das ist ja was richtig Schönes, aber wenn man einen so einen Strang kauft, der ist ziemlich lang und da ist auch sehr, sehr viel Material. Ansonsten geht ihr einfach mal spazieren, bestellt euch mal bei Floristik24
so einen schönen Basteldraht, weil da gibt es nämlich ganz tolle Drähte in allen Farben. Und schön ist natürlich, wenn der Draht in der Farbe vom Material ist, weil ich möchte ja immer die Technik nicht sehen, ja, die soll ja immer gut versteckt sein. Und dann, ich möchte ja so ein schönes Nestchen. Und jetzt fangen wir mal an mit Nest Nummer 1, also entweder Mühlenbeckia oder aus Birke. So, dazu bin ich jetzt mal in den Hof gegangen, habe mal Birke geholt. Und wichtig ist bei der Birke, dass es weiche Stücke sind. Wir können ja dann nicht so feste, also solche Stämme gehen natürlich nicht in Nest, ist eigentlich eh klar, aber ich sage es trotzdem dazu. Und wir brauchen jetzt also hier diese weichen Teile von der Birke, die schneide ich mir auch schön raus mit meiner Baumschere. Ich hoffe, ihr habt alle eine richtig gute Schere zum Schneiden, weil gutes Werkzeug ist ja unerlässlich. Und was bei der Birke natürlich noch ganz besonders schön ist, das ist, wenn diese hübschen, ja, ich weiß nicht, wie sie sich nennen, aber diese kleinen hübschen Würmchen, die finde ich ganz, ganz bezaubernd. Das sind hier bei der Birke hier, die sind wunderschön. Und wenn die kein Wasser haben, dann gehen die auch nicht auf. Ja, wenn die Wasser haben, dann fangen die an zu blühen. Das grüßen die Allergiker. So, und jetzt habe ich wieder zum Thema Nestchen. Ich drehe das einfach in meiner Hand zusammen und habe dann, theoretisch habe ich schon ein Nestchen, aber irgendwann muss ich das natürlich auch mit Draht zu einem Nest verarbeiten. Ich nehme meinen Myrtendraht, halte ihn mit einer Hand fest und wickel. Ich wickel an dem Nestchen. Ich wickel immer so, dass ich an der Seite wickel und ich sag mal so leicht schräg wie so eine, ja, drumrum. Aber ich darf natürlich nie über die Öffnung wickeln, weil ich möchte ja auch Eichen und Federn reinmachen. Und deswegen muss ich gucken, dass ich immer um die Öffnung rumwickle, so dass ich Festigkeit bekomme, aber meine Öffnung eben, ja, erhalten bleibt, um das Ganze dann noch zu füllen. Und versuche auch immer, die Zweige so unten dran zu drücken, dass ich auch so einen kleinen Boden habe. Aber selbst wenn der Boden nicht so toll wird, das ist nicht schlimm, ihr könnt einfach einen Hauch Moos unten reinkleben und dann ist der Boden auch zu. Also da würde ich mich ja jetzt gar nicht dran stören, wie geschlossen das Nest ist oder wie offen. Aber im Grunde genommen so mit ein paar Umdrehungen haben wir eigentlich schon hier ein ganz süßes Nestchen. So, und wenn hier noch was rumsteht, dann wickeln wir das auch nochmal ein. Mit wenigen Umdrehungen haben wir doch hier ein schönes Nestchen fabriziert. Jetzt habe ich natürlich immer das Problem, wie verschließe ich das Ganze? Ich strecke den Zeigefinger aus, gehe mit dem Draht einmal um den Finger rum, gehe wieder in die Richtung, aus der ich komme, gehe einmal um das Nestchen drumherum und habe hier dann aus zwei Seiten den Draht und den verdrehe ich dann einfach. So, und schon ist das Nestchen fertig. Ich verschließe meinen Draht immer, 5 Ausrufezeichen. Diejenigen, die von euch schon mal Draht entwirrt haben, der so aufspringt, die wissen, wovon ich spreche. Ja, und eigentlich, ich könnte hier unten, das könnte ich jetzt noch wegmachen. Ich finde aber, es stört gar nicht groß. Also ich könnte jetzt noch mal hier ein bisschen glatter schnipseln. Und das ist jetzt eigentlich schon aus Birke mein erstes Nestchen. Wer sagt, oh, ich hätte gern noch hier diese kleinen schönen, ja, diese Würmchen, die kann man natürlich theoretisch auch noch verwenden. Kann so vieles verwenden. Ich hole mal ein bisschen Moos. So, und dann machen wir mit dem Heißkleber. Also ich schreibe euch nochmal die ganzen Bezugsquellen rein. Heißkleber ist natürlich auch immer ganz wichtig als Material. Dann mache ich so einen Hauch Moos rein in das Nestchen. So. Und kann dann noch theoretisch auch nochmal diese, ja, wenn ich die verwenden will, ach, ich glaube, ich verwende die gar nicht. Ich tue die runter. Also ich kann diese Würmchen theoretisch auch nochmal mit integrieren. Wer sagt, er möchte die noch reinmachen, ja, kann man auch machen, aber ist mir jetzt zu viel Arbeit. Und dann habe ich mit relativ einfachen Mitteln
ein Birkennestchen gemacht. Und man sieht, also es hat im Vergleich zu dem Mühlenbeckia-Nestchen, das ist jetzt ein bisschen kleiner, ja, hat es natürlich mit diesen Würmchen ist auch schön. Das andere, das sieht vielleicht etwas vogeltypischer aus, wobei ich auch nicht weiß, was so typisch ist für einen Vogel. Ja, das ist das dunkle Nestchen. Dekorieren kann man das jetzt zum Beispiel sehr schön mit Eiern. Ich würde jetzt auch 3 Eier reinmachen. Kann man auch sehr schön dekorieren mit Rosa und Natur. Macht auch wieder Heißkleber. Also man braucht auch immer hier Futter für den Heißkleber. Und macht einfach mit dem Heißkleber so einen Tupser drauf, so einen kleinen. Klebt auch die Eichen rein. Gucken, wie viele Eier ich reinbekomme. Wichtig ist die Reihenfolge. Zuerst die Federn und dann die Eier. Andersrum geht nicht, weil die Federn sollten natürlich schon drunter sein. Bisschen aufpassen auf die Finger, weil Heißkleber ist biestig. Und wer sich schon mal die Finger so schön verbrannt hat, der weiß, wovon ich spreche. So. Und wenn ihr sagt, ihr wollt mal was festdrücken und wollt euch nicht die Finger verbrennen, dann nehmt einfach ein kleines Messerchen und drückt das an. Und dann sind eure Finger auch geschützt. Und ich finde es eigentlich immer ganz schön, wenn 3 Eier drin sind. Und schon habe ich jetzt hier dieses zauberhafte kleine Nestchen in Weiß-Rosé gemacht. Das ist jetzt das eine Nestchen. Also das ist jetzt die dunkle Variante mit Birke Mühlenbeckia. Ich lege das mal als Muster hierher. Dann gibt es noch eine zweite Variante. Das ist an alle, die zu Hause ihren China-Schilf zurückgeschnitten haben. Da kann man also sehr, sehr schön. Und da haben wir jetzt auch braunen Draht genommen. Und da haben wir das Nestchen auch, auch auf die gleiche Art und Weise gedreht. China-Schilf würde ich auf jeden Fall ein paar Handschuhe verwenden, weil der ist ziemlich garstig und es kann sein, dass ihr euch die Hände böse schneidet. Das ist sehr, sehr, sehr ratsam. Also ihr braucht immer so ein bisschen Moos. Und ich finde jetzt auch zu diesem, süß, und ich finde auch zu diesem hellen Material, finde ich jetzt hier in dem Fall zum Beispiel sehr schön, wenn man das Nestchen in Gelb macht. Jetzt haben wir hier manchmal so Federn, die sind ganz toll, aber die ist viel zu groß für das Nest. Und eine Feder kann man auch, wenn man so ein bisschen vorsichtig ist, kann man eine Feder auch gut teilen. So, und so dass man die, ich schneide die jetzt einfach mal in 3 Stücke. So, ich schneide die jetzt in 3 Stücke und mach hier die Feder dazu. Und mein Gedanke ist, das Nestchen jetzt hier in dem Fall in Gelb-Orange zu dekorieren. Ich habe natürlich auch noch den Luxus, verschiedene Orangetöne. Wow, ja, ich habe verschiedene Orangetöne. Und wenn ich das hier so mit Orange Natur, das ist eigentlich ganz toll. Ja, mir gefällt es sehr gut. Und ich lege also den Teil der Feder zurück. Nehme noch eine orangene Feder. Also es gibt auch grüne Federn. Habe ich jetzt allerdings weggelassen. Und dann haben wir hier also unser... Ja, die Variante China-Schilf Natur. Das ist jetzt also dieses Nestchen. Das ist jetzt die Nummer 2 im Video. So, lege ich mal hier dazu. Haben wir also jetzt ein sehr schönes Beispiel. Und dann gibt's. Ich habe heute sogar 4 Varianten. So, das ist die Nummer 2. Dann gibt es noch, es gibt ja viele von euch, die haben einen Kräutergarten. Und ihr habt dann, man denkt ja manchmal so, ach, das ist ja nur so ein Gestrüpp. Das ist jetzt zum Beispiel der Thymian vom letzten Jahr, wilder Thymian. Wenn man das so in die Hand nimmt, denkt man so, naja, ist ja jetzt nichts Besonderes. Aber auch der... auch dieses schöne Gestrüpp lässt sich ganz toll verarbeiten. Und ich zeige es jetzt, ich wickle jetzt nicht jedes Mal wieder das Nestchen, weil das ist ja sonst langweilig. Und ich möchte ja im Video euch viele Sachen zeigen und nicht langweilen.
Dieses schöne Gestrüpp lässt sich also wunderschön zu einem zauberhaften, ja, Kräuternestchen verarbeiten. Und tatsächlich haben wir auch selbst beim Arbeiten, haben wir mal gesagt, so, haben wir gesagt, boah, das riecht ja auch sogar nach Thymian. Das ist ja echt der Hammer. Sowas würde ich jetzt zum Beispiel wegschneiden. Ja, und dann haben, also das sind jetzt, und auch mit einem Hauch Gras, ja, oder diese helle China-Schilf, lässt sich also auch das Material sehr schön mischen. Und so kann man im Grunde genommen aus dem Rückschnitt vom Kräutergarten, kann man dann tatsächlich noch Nestchen machen. Und das hier ist, das ist jetzt noch eine wirklich sehr, sehr, sehr schön. Das ist unser Spinosa, Euphorbia spinosa. Das ist auch so eine, ich nenne es fast so eine Art Gestrüpp. Ja, also das, was wir immer vom Großhandel holen. Und das hat natürlich wunderschöne grüne kleine Blättchen dran. Die werden irgendwann trocken. Aber das ist sehr, sehr, sehr schönes Material. Und was dann auch ganz toll ist, da gibt es auch diese Verästelungen. Und was ich liebe, ist, die so ein bisschen anzuritzen. Das sind so kleine Feinheiten. Und dann kann man, dann hat man so helle, so richtig schöne helle Stellen. Und ich liebe diese hellen Schnittstellen. Ja, die sind auch, nehmen wir auch sehr oft als Deko. Ja, also hier, das ist jetzt wirklich die Abteilung Kräutergarten. Wenn ihr hier wärt, würde ich sagen, habt ihr einen Wunsch an Eier? Aber wir können hier auch mal, können wir ja auch mal ein bisschen in Gelb Natur dekorieren. Zum Beispiel auch sehr schön. Es ist schon ohne Federn sehr schön. Mit Federn ist natürlich noch schöner. Und es ist schon was Grünes drin. Aber ich würde noch so einen Hauch Moos reinmachen. Vögelchen wollen ja auch immer ein Moos drin. Und so, wir hatten doch hier noch so eine schöne Federspitze. So, immer dran denken, mit dem Messerchen festdrücken, die Finger schonen, die armen Finger. Wer einmal mit dem Heißkleber Brandblasen hatte, der weiß, wovon ich spreche. So, das ist also unser Spinosa-Nestchen. Ja, und das Video heute ist es, heißt nicht, alle guten Dinge sind drei, nein. Alle guten Dinge sind heute tatsächlich vier. Weil, ich lasse die mal hier vorne alle liegen, dann haben wir die auch im Video so schön noch da. Weil mein nächster Gedanke war noch, ich habe im Moment sehr, sehr viel Weide im Hof. Richtig tolle Weide in diesem wunderschönen naturbraunen Farbton. So, da, jetzt ist es natürlich, wenn man das so anguckt, natürlich eigentlich erstmal so ein Gestrüpphaufen. Ich brauche auch nur die weichen Teile von der Weide. Und da ich ja immer nur das Beste für die Videos am liebsten nehme, nehme ich jetzt auch nur die schönen, dünnen Stücke. Da brauche ich jetzt ein paar. Und die muss ich dann natürlich auch erstmal, die wollte ich auch mal zu einem schönen Weidennestchen schlingen. So, also man sieht hier schon, wie schön eigentlich das dieses Material ist. Und normalerweise, wenn ich Kränze drehe, verwickle ich oft das Material. Aber heute wirklich drehe ich tatsächlich nur in der Hand. Und oh, ich finde, die Farbe ist ja ein Traum. So wickle ich das nur in meiner Hand. Man mag schon wissen, wenn ich so gepresst spreche, dass es ein bisschen Kraft kostet. Und Weide, also wenn Weide trocken wird, werden die Spitzen oft so ein bisschen schwarz. Von dem her kann man natürlich die Spitzen ein bisschen abschneiden. So. Und ja, also wenn man dann kräftig genug, wenn die Finger kräftig genug sind, bleibt das Nestchen auch schön klein. Und jetzt nehme ich einen schönen Farbton. Jetzt nehme ich einen Orange. Passend zu dem Orange der Weide nehme ich jetzt einen orangen Basteldraht. Und ja, also guckt euch mal die Drähte von Floristik24 an. Das ist wunderschön und da komme ich wieder zu dem Thema zurück. Wenn ihr schöne Arbeiten machen wollt, dann braucht ihr auch schöne Drähte. Und da blende ich euch nochmal
den Bestelllink ein und da, dann habt ihr immer, immer tolles Basismaterial. Ja, also man sieht, wenn man zu dicke Stücke nimmt, je dicker die Stücke, desto schwerer wird es. Ja, und je mehr ihr die feinen Stücke nehmt, genau, und wenn man zu viel zieht, dann reißt der Draht. Okay, also wenn ihr die feinen Stücke nehmt, dann tut ihr euch leichter. Das macht das Leben leichter und das sieht man auch. Ich dachte auch, ach komm, ich nehme noch so ein paar dickere Stücke rein. Nee, das rächt sich. Aber ich werde es auch schaffen und ich habe bisher noch keine Weidennestchen. Die kleinen, die habe ich echt noch nicht gemacht. Das habe ich jetzt nur fürs Video gedacht, was kann ich alles so zeigen. Und ich fand es auch so charmant, einfach schönes Naturmaterial zu sammeln und dann zu sagen, oh toll, da macht man sich jetzt diese österlichen Arbeiten draus oder für den Tisch. Ihr nehmt einfach ein längliches Tablett, stellt ein paar schöne Topfpflanzen, Frühlingsblüher, Hornfeilchen, was auch immer, stellt ihr entlang und ihr legt einfach ein bisschen Heu drauf und legt ein paar Nestchen entlang. Also es ist so einfach eigentlich, eine schöne Deko zu machen mit Naturmaterial. Und wir haben uns auch hier so unterhalten über das Thema Natur. Natur macht auch viel Dreck. Ja, das gehört auch dazu. Also wir haben hier unheimlich viel Staub im Laden. Ja, wenn wir diese Gräser und so, wenn wir die verarbeiten, das macht hier, das, ja, das ist hier schon. Wir haben immer was zu fegen, ne? So, und jetzt ist auch mein Nest endlich fertig. Ich finde also diesen orangenen Draht hier zu dieser schönen warmen Weide, finde ich ganz, ganz, ganz toll. Ich habe es jetzt bei diesem festen Material nicht geschafft, den Boden zuzuwickeln. Aber ich habe ja gerade gesagt, das macht nichts. Da nimmt man einfach ein Stück Moos und klebt es zu. Das ist überhaupt kein Problem. Es muss also nicht alles zu sein. So, ich mache vielleicht noch, also wenn man das jetzt nochmal zurechtschneidet und denkt, oh, der steht aber raus, dann kann man das schon abschneiden. Aber darauf achten, dass man nicht Drähte durchschneidet. Gut, das Nestchen, dann ein Hauch Moos und fertig ist dann auch schon mein kleines Weidennestchen. Und ihr könnt mir dann ja mal schreiben in die Kommentare, welches euer Favorit ist. Also es ist dann Birke, Spinosa, Gras, also ja, Chinaschilf oder die Weide. Ich glaube, ich habe einen ganz klaren Favoriten für mich gefunden. Ich glaube, ich bin tatsächlich in die Weide verliebt. So, und fertig sind sie, die Nestchen. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage an euch, findet ihr die 1 mit der Birke oder die 2 mit dem Chinaschilf oder die 3 mit dem Spinosa oder die 4 mit der Weide am schönsten? Ich bin total gespannt auf euer Feedback und wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und im Onlineshop findet ihr meine Nestchen auch, die stelle ich euch alle noch ein. Alles Liebe und vielen Dank fürs Zuschauen von eurer Margit.